Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Du kennst meinen Namen. Wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich bin Aloy. Willst du dich wirklich mit dem größten Versager des Bollwerks einlassen, Aloy? Ich mache mir gern selbst ein Bild von Menschen. Weißt du, nicht jeder wird mit einem Schwert in der Hand geboren. Doch was war das? Keine Ahnung. Vielleicht nur der Wind. Sackgasse. Da ist noch ein Kletterhaken vom ursprünglichen Pfad. Ist aber leider keine große Hilfe. Tut mir leid. Das war unglaublich. Klar, so. Ich fälle diesen Baum. Dann erreichen wir den Kletterpfad. Habe ich absolut nichts dagegen. So, komm rüber hier. Okay. Also eine Truhe. Gönn ich mir noch. Okay. Hier liegt noch was. Ich muss kurz verschnaufen, Hotkings hat Schmerzen. Wir kriegen immer noch kein Signal. Die Drohnen der Feds kreisen über uns. Hoffentlich geben die Bäume uns etwas Deckung und ein bisschen weiterklettern. Ich habe Hotkings gesagt, er soll mich bloß nicht im Stich lassen. Um ihn zu motivieren, habe ich ihm gewettet, $1000, dass seine geliebte Wayfarers das Spiel heute Abend verlieren. Sie sind haushohe Favoriten. Er muss also nur noch nach oben schaffen und kann den Rest seines Lebens um mich herziehen. Das sollte ihn bei der Stange halten. Okay. Wie kommen wir jetzt da hoch? Du bist ja für alles ausgerüstet. Danke. Klettern wir mal los. So unbedingt. Einen Sturmwind habe ich noch nie gehört. Fast geschafft. Na, geht doch. Unfassbar, wir haben es geschafft. Machen wir uns den Gipfel auf. Frostklaue, das fehlt uns noch. Nö. Na los. Ich hab doch gar keine Ahnung von denen, wie man die bekämpft. Noch nie sind die so weit gefightet. Shit. Oh mein Gott, was macht der da? Oh. Ins Auge schießen hat nicht so gebracht gerade. Oh, schnell mal Pfeile. Shit. Der geht halt nur auf mich gerade hier die ganze Zeit. Aua! Du blödes Vieh! Wo? Oh. Hol ich Munition? Ist das falsch? Das will ich nicht. Auch normale Pfeile.
Ciao. Geschafft. Komm, hier lang, Aloy. Warte. Ich habe gerade mal an den Bären gelootet, Minion. Mensch, macht der einen Stress. So. Ja, lauf. Kommst du hier an mir vorbei, wa? Und jetzt? Der Schnee hat Kälte mitgebracht. Na, das war ein Spaß. Wir sind oben zu was zur Höhle geschickt worden, als Hotkings in den offenen Gelände herumgestrampelt ist und versucht hat, Signal zu kriegen. Na gut, dass Mulder uns gehört hat. Kommando hat die Jets geschickt, die Drohnen hatten keine Chance. Jetzt wissen wir also, dass Fats ohne uns zu zögern umbringen würden, um unser Land in die Finger zu kriegen. Tja, heute hier, Hotkings sieht schlimm aus, aber das Kingsman sollte bald hier sein. Er wird es schaffen und ich habe $1000 verloren, gut angelegtes Geld, trotzdem hasse ich die Wayfarers. Der Sturm. Er lässt nach. Und? Wie fühlt sich dieser Erfolg an? Ziemlich großartig, das bedeutet mir alles. Weißt du, selbst wenn du damit zurückkehrst, behandeln sie dich vielleicht nicht anders. Ich glaube, ich musste mir selbst beweisen, dass ich es schaffe. Du solltest zurückgehen. Sag allen, dass es mir gut geht. Ich hätte gern noch einen Augenblick für mich. Ich komme gleich nach. Na klar. Vielen Dank. Mein Schildflügel bringt mich bestimmt schneller zum Ende des Wegs. Und die Aussicht ist auch gut. Mio, nee. Als der Sturm sich gelegt hat, sieht alles so friedlich aus. Noch die Bären mit. Haben wir immer gebrauchen. Oh, jetzt noch tiefer runter. Ach, nach unten. Das sieht so unfassbar cool aus, ne? Das sieht so unfassbar cool aus. So. Ziege. Aha. Der Schuss hat gesessen. So, das gibst du mir. Dankeschön. Kehre zu Viketa zurück. Hey. Ich sollte bald unten beim Vater kommen. Pento kann nicht weit zurück sein. Alle. Aloy! Sie ist zurück! Aloy, du kehrst allein zurück. Wo ist er? Ist mein Bruder. Was soll denn dieses Gejammere, Jacka? Du bist jetzt Schwester eines echten Soldaten. Pento! Au. Hier ist die Blutkrone, als Beweis meines Marsches. Und mit meinem Segen gehörst du nun zu uns. Mögest du auf den Flügeln der Zehen deinen Weg finden. Das soll wohl ein Witz sein. Der Soldat, bitte. Blume hin oder her, wir wissen alle, dass er nur dazu taugt, unseren Dreck wegzuräumen. Dann sind wir hier fertig.
Schnee drauf, sonst gibt's einen Bluterguss. Ich verdanke dir mein Leben. Wenn ich mein Soldatenzeichen habe, kommen wir vielleicht in dieselbe Truppe. Dann könnte ich mich revanchieren. Er ist süß. Geh schon, ich komme nach. Hier, zur Erinnerung an unseren Aufstieg. Mögen die Zehn dir stets zum Sieg verhelfen, Aloy. Wir sehen uns wieder, Pento. Marsch eines Soldaten. Nice. Nacktaktakerin. So, da ist ein Außenposten. Wir sind irgendeinen Lehrmeister quatschen. Na komm, das schaffen wir jetzt. Das schaffen wir. Wir haben ja oben den Bären besiegt. Dann schaffen wir das jetzt hier auch. Dürfen wir Klee kriegen. Da drüben, da will sich jemand an uns anschleichen. Von hier aus kann man auf alle schießen, die den Berg herunterkommen. Deswegen ist hier das Rebellenlager. Hier gibt's nichts wo? Zu sehen. Für mich sieht alles gut aus. Hey, wie hat die überlebt? Wie konnte die überleben? Shit. Aua. Ah. Scheiße. Heilen. Gerade gucken, wo die alle sind. Zwei Stück haben wir gerade schon mal weggemacht. Da. Da ist einer, da ist einer. Da ist der Anführer. Na los, raus damit. Okay. Das haben wir auch. Da drüben, Sichtkontakt. Helf ihnen da drüben. Ich habe die Ostländerin. Shit. Ey, das war der Kopf. Warum stirbt der nicht? Jetzt. Wollte schon sagen. Das war der Schädel. Der müsste locker sterben. Jetzt hat er zwei Dinger im Kopf. Sicherlich. So. Wo ist der Dude hin? Wo ist der Anführer hin? Da hinten ist er. Der Rüstung nach weiß ich, wer hier das Sagen hat. Mal sehen, ob ich hier auch Marken finde. Dankeschön. Oh mein Gott. Oh.
Ei. Ei. Der zieht mir HP ab. Shit, my life. Ey, wie geht denn das? Wie geht denn das? Auf jeden Fall bin ich jetzt. Na jo. Oh mein Gott, was ist das für ein Damage? Oh mein Gott! Ich kann noch. Ich Wasserpfeile. Ja. Das ist doch nicht wahr. Zwei? Scheiße, meine Pfeile sind leer. Ey, ist lächerlich gerade, oder? Warum hält der so viel aus? Oh nein, er brennt wieder. Oh, Bruder. Oh. Der kommt schon wieder. Steh ich doch zu! Alter, das macht ja gar keinen Damage. Oh mein Gott! Ich bin betäubt! Ich bin so am Arsch. Ich bin so am Arsch. Meine Kreten sind gebrochen.
Shit. Ist das Lea? Das ist nicht dein Ernst. Och, das ist doch lächerlich. Das Gewehr ist Lea. Leck mich am Arsch. Oh mein Gott. Was macht der denn jetzt? Ey Leute, das ist ja abartig. Ich bin munitionsleer. Ist ja auch lächerlich. Ich bin tot. Alter, was ist das denn für ein Vieh? Da, fuck. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke für eure Aufmerksamkeit.